Das Kind in ein Sommercamp schicken, anstatt es die ganze heiße Jahreszeit an der Backe zu haben, klingt verlockend. Deswegen haben wir heute für euch 6 seltsame Sommercamps, die es so tatsächlich gibt. Los geht's! Nummer 6. 007. Im Camp für kleine Spione gibt es so einiges zu lernen. Bevor sich die Kinder der ersten richtigen Mission als Abschluss stellen können, lernen sie im Camp, was es heißt, ein Agent zu sein. Bomben entschärfen, observieren, Codes knacken, das alles zählt zum Alltag eines jeden Spions und macht zudem riesen Spaß. Während ihrer Ausbildung werden sie mit coolen Gadgets ausgestattet und stellen sich so mancher Herausforderung. Und die Nummer 5. Zombieschlacht. Ach, was kann es für den Sommer entspannteres geben, als den röchelnden Lauten eines leisen Zombies zu lauschen. In Massachusetts wird genau das angeboten, denn hier gibt es ein Zombie-Camp für Hartgesottene. Die Teilnehmer versetzen sich in die Rolle der Überlebenden bei einer Zombie-Apokalypse und sollen sich gegenseitig beim Wiederaufbau und Kampf helfen. Dabei kommt es auch manchmal zum Einsatz von Schusswaffen und anderen Hilfsmitteln. Natürlich nicht mit echter Munition. Das Camp geht über mehrere Wochen und ist tatsächlich schon ab 10 Jahren freigegeben. Und die Nummer 4. Naturverbunden. Anstatt sich mit Zombies oder dergleichen zu beschäftigen, bietet dieses Camp an, sich eher mit den natürlichen Bewohnern unserer Erde auseinanderzusetzen. Hier sollen die Kinder den Umgang mit Vieh lernen, den Bauernhof mitbetreiben und sich in der freien Natur erholen. Zu den Aufgaben zählen das Melken der Kühe, Eier sammeln im Stall und Pferde striegeln. Und natürlich ist auch nichts gegen eine Runde Schwimmen im Teich um die Ecke einzuwenden. Die Kinder sind außerdem auch beim Kochen mit dabei. Und das Essen wird ausschließlich mit frischen Produkten vom eigenen Hof hergestellt. Coole Sache. Und die Nummer 3. Boom! In diesem Sommercamp geht es heiß her. Es ist eher für ältere Kinder im Highschool-Alter gedacht und beschäftigt sich mit dem Thema Sprengstoff. Ja, richtig gehört. Hier sollen die Kinder lernen, wie man verantwortungsvoll mit diesem umgeht. Besonders soll es diejenigen ansprechen, die einen Beruf anstreben, der einen mit Sprengstoff in Verbindung bringt. Sei es Pyrotechniker, Sprengmeister oder ähnliches. Leider dauert das Camp nur 5 Tage. Und damit sind wir auch schon bei der Nummer 2 und den Tributen von Panem. Zum Glück orientiert sich dieses Camp nur teilweise an der Buch- und Filmvorlage. Denn wer möchte schon sein Kind als Tribut zum Kampf gegen Gleichheit Altrige opfern, wo nur der Stärkste gewinnen kann. Naja gut, auf jeden Fall ist dieses Camp nicht gewaltfördernd. Es geht vielmehr um Spiel und Spaß. Die Kinder erspielen in einer Reihe von Aufgaben Punkte und müssen sich gegenseitig Flaggen entnehmen, die in diesem Fall für das eigene Verbleiben im Spiel stehen. Es soll der Zusammenhalt, Strategie und die Fitness gefördert werden. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1, Magie und Rüstungen. Etwas friedlicher kommt das magische Mittelalter-Camp daher. Hier erzählen die Teilnehmer ihre eigene Geschichte aus der Zeit der Burgen und Schwerter, begleitet von einem Hauch Magie in Form von Trollen und Zauberern. Die Kinder können sich selbst aussuchen, welche Rolle sie einnehmen und werden in ein riesiges Spiel integriert. Es stehen fantastische Kostüme und Ausrüstung zur Verfügung, mit der sich ein Bogenschütze, Schwertkämpfer oder Magier bekleiden kann. Jetzt könnt ihr euch noch die 6 schlimmsten Eltern aller Zeiten anschauen. Dazu einfach hier in die Mitte aufs Video klicken. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, ciao.